Oben sind sie irgendwo mal hängen geblieben und haben mir das Blech eingedrückt. Auf diesem Dummy, den ich mir jetzt hier so nachkonstruiert habe. Der Daniel ist am Telefonieren, den lassen wir jetzt lieber mal in Ruhe. Die Fahrerseite habe ich fertig gemacht, da habe ich alles verkabelt, angeschlossen. Feuerwehr Lenz. Umbau, Ausbau und Verkauf von Einsatzfahrzeugen aller Art. Bevor der Arbeitstag von Markus beginnt, geht er zunächst durch die Werkstatt, begrüßt seine Mitarbeiter und informiert sich über den Stand der Dinge an den aktuellen Einsatzfahrzeugen, an denen gearbeitet wird. Jeden Früh, wenn ich hier reinkomme, lege ich erstmal meine Sachen hier ab. Dann habe ich hier immer irgendwas zum Frühstück dabei. Und dass ich nicht meinen ganzen Schreibtisch da voll krümel und fettig mache, gehe ich gleich dabei in die Werkstatt und guck mal, oder auch hier ins Büro und guck mal, ob hier alles läuft. Der Daniel ist am Telefonieren, den lassen wir jetzt lieber mal in Ruhe. Dann gehen wir mal raus. Ist ja so, dass hier alle Werkstätten in der Regel mit Fahrzeugen belegt sind und die Mitarbeiter vom Norm hier frühs eingeteilt sind, um die ganzen Arbeiten durchzuführen. Und jetzt gehe ich erstmal hin und begrüße erstmal meine Mitarbeiter, weil ohne die, sage ich ja immer wieder, wäre ich mal genau gar nichts. Die liegen mir da schon sehr am Herzen und jetzt werden die auch alle ganz herzlich begrüßt. Fangen wir hier mit dem Steve an. Moin. Steve, was machst du jetzt? Innenraumbeleuchtung. Wir haben noch die installiert. Ich nehme die jetzt erstmal nur provisorisch an, dass wir gucken, wie so die Ausleuchtung vom Winkel her, ob das schön ist und ob es hell ist. Und wir kontrollieren gleich, ob die Rollo, die Kontaktschalter, ja, funktionieren. Und wenn das funktioniert, dann Kabelkürzen, alles final zusammenführen. Sehr gut. Also, der Steve macht die Innenraumbeleuchtung rein. Der Norm ist hier beim Ausbau, mit dem Ausbau beschäftigt. Der Uli macht gerade sauber. Das hier für die, genau. Der Uli macht heute hier sauber, denn hier steht schon die nächste Beladung, die hier reingebaut werden muss. Guten Morgen. Das ist der Norm. Der Norm ist hier kräftig am Metallbau. Wie es aussieht, baut er hier eine Lagerung für, ich guck mal, was das sein könnte. Keine Ahnung, was war das? Für das Angriffspaket, 30 Meter Schlauch und Strahlrohr mit drin, so wie ihr das immer seht. Wenn sich unsere Follower manchmal so über die Kabelbinder gut unterhalten können. Das heißt also, hier wird gerade ein 1186 gebaut, Baujahr 97. Das Fahrzeug soll nächste Woche ausgeliefert werden. Das geht nach Putlitz. Das ist an der A24 zwischen Hamburg und Berlin, ziemlich in der Mitte. Und hier sind wir jetzt wirklich dabei, die Einbauten zu machen. Die Pumpe wurde schon gemacht, die Reifen wurden schon gemacht, die Karosseriearbeiten wurden gemacht, untenrum ist alles gemacht worden. Und jetzt muss das Fahrzeug einfach noch gut zusammengebaut werden, beklebt werden. Und dann hoffe ich, dass wir nächste Woche Donnerstag, Freitag das Fahrzeug soweit fertig haben und dann ab in den Norden mit dem guten Stück. Aber ich gehe davon aus, dass das funktioniert. So, jetzt gucken wir mal weiter. Im Moment haben drei Mitarbeiter Urlaub, muss man auch dazu sagen. Die Lackierung ist heute leer. Das heißt also, wenn wir jetzt so Kleinteile lackieren und so weiter, das machen wir hier drinnen. Das ist heute leer. Hier haben wir ein Fahrzeug, was morgen ausgeliefert wird. Da wird sich der Daniel heute noch drum kümmern, glaube ich. Jetzt gucken wir mal hier rein. Morgen. Hier ist jetzt der Thomas dabei noch. Wir haben ja hier ein GW Logistik. Das war mal ein Bierlaster, der in Österreich gefahren ist. Und den hat eine Gemeinde in Unterfranken gekauft. Der wurde neu lackiert, der war mal grün-weiß, jetzt ist er weiß-rot. Und hier ist der Thomas jetzt dabei, aus einem zivilen LKW ein Feuerwehrfahrzeug zu machen, welches als Logistikfahrzeug dienen soll. Was hat er jetzt hier gemacht? Vorne geht's los mit Sondersignalanlage, ganz klassisch auf LED-Basis, Fernscheinwerfer Martinhorn. Es kommt ein Lichtmast dran, der Funk wird eingebaut, wir sehen oben an den Kanten eine Umfeldbeleuchtung, auch hintenrum ein bisschen Umfeldbeleuchtung dran. Zusätzliche Leuchten für Licht, für Blinker, für was noch? Licht, Blinker, Thomas, das habe ich vergessen. Licht, Blinker, was können die Leuchten oben noch? Standlicht, Bremslicht. Ach, Bremslicht habe ich vergessen, genau. Und Bremse. Ja, hier ist der Thomas jetzt dabei, das Auto wieder zusammenzubauen. Hinten wurde die Rückwand versteift, das hatte Jürgen gemacht. Ja, zum Beispiel hat dort auch Urlaub, dass man dort Gerätschaften an der Rückwand im
Führerhaus festmachen kann. Dafür wurde die Rückwand verstärkt und dann ein Blech drüber gemacht. Und auch dieses Blech wird jetzt sozusagen ganz ordentlich angeordnet, was da so hingehört, was die Kameraden sich da so vorstellen. Und auf der anderen Seite ist der Philipp. Und der Philipp hat jetzt ein LF86 Baujahr 95 hier reingeholt. Dieses Fahrzeug bleibt in Thüringen und dieses Fahrzeug bekommt jetzt gerade seine Pumpe wieder eingebaut. Die steht jetzt hier auf der Palette. Die hat der Philipp auseinander gehabt. Dann wurden die Teile alle bestellt. Als die Teile da waren, wurde die wieder zusammengebaut. Jetzt baut sie der Philipp wieder rein. Und das ist wieder ein Step bei so einem Fahrzeug, was wir bauen, wo wir neben den Reifen, neben den Karosserie- und Lackarbeiten, neben der Aufarbeitung der Geräteräume, großer Durchsicht und so weiter. Ihr seht, die Scheiben sind so gedönt. Wir gucken immer, wie wir was so reinkriegen. Und jetzt ist eben die Stelle, wo der Philipp die Pumpe einbaut. Wenn die dann eingebaut ist, fährt er an den Pumpenprüfstand und schaut, ob das alles so funktioniert, wie es soll. Ansonsten seht ihr, das sind die ganzen Anbauteile ab. Die sind jetzt alle schon bei der zum Lackieren oder zum Sandstrahlen und Pulvern. Je nachdem, wenn es Drittes sind, zum Beispiel werden die Sandstrahlen gepulvert. Alles andere wird lackiert und dann ist das nächste Fahrzeug, was auch in die Metallbauerwerkstatt kommt, um den Ausbau zu machen. Ja, und das sind heute die Mitarbeiter hier, die heute da sind. Es sind heute auch zweimal Kunden angemeldet. Heute nach dem Mittag kommen Kunden, die suchen ein Löschfahrzeug. Und danach kommen nochmal Kunden, die bringen ihr Mehrzweckfahrzeug. Die haben also selber ein Mehrzweckfahrzeug gekauft als Grundbasisfahrzeug, was wir ausbauen zu einem richtigen Feuerwehrfahrzeug dann, also mit Funk, Signalanlage, Ladesteckdose und dem Ganzen, was so dazugehört. Ja, das ist heute der da. Ansonsten sind sehr viele Angebote zu schreiben und sehr viel Bürokratisches zu erledigen. Den versuche ich mich anzunehmen. Und dann gucken wir mal, was noch so kommt, wer hier so auf den Hof kommt, wer vielleicht Hilfe braucht oder was auch sonst noch so passiert. Ich bin selber gespannt. Wie man sieht, haben die Mitarbeiter von Lenz alle Hände voll zu tun. Da Kommunen und Gemeinden aktuell auf jeden Cent schauen müssen, ist die Nachfrage nach Einsatzfahrzeugen von Feuerwehr Lenz höher denn je. Das ist auch der Grund, warum Markus ständig neue Räumlichkeiten einrichtet und den Wachstum auch mit neuen Mitarbeitern begleiten muss. Wer also noch einen coolen Job sucht, egal ob im Büro oder in der Werkstatt, meldet euch gerne. Philipp hat vom LF86 aus dem Baujahr 1995 einige Dinge an der Pumpe erneuert und gewechselt. Nun baut er das Herzstück eines jeden Löschfahrzeuges wieder ein. Den ganzen Dichtungssatz in der Pumpe und von den Krokomaden habe ich die Dichtungen alle erneuert. Während Philipp die Pumpe einbaut, erledigt Norman einige Blecharbeiten nebenan. Und Markus ist schon wieder auf dem Weg zur benachbarten Lackiererei. Bringe ich mal schnell mit unserem Logistikfahrzeug zwei Türen zu unserer ortsansässigen Lackierfirma. Die helfen uns da regelmäßig und lackieren. Ups, jetzt hat es auch noch zugeschlossen. Die lackieren für uns regelmäßig mit und dann nehme ich euch jetzt mal mit. Ja, wie gesagt, jetzt ist es so, dass wir wirklich sehr viel zu tun haben und im Moment wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Und das wird irgendwie jeden Tag schlimmer, was auf der einen Seite sehr schön ist, aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir auch Kunden haben, die tatsächlich sehr lange auf Angebote warten müssen mittlerweile, obwohl wir wirklich alles geben. An der Stelle möchte ich mich schon mal entschuldigen für die, die bei uns länger warten müssen. Das ist nicht böse gemeint, aber irgendwie ist wirklich ganz schön was los. Und dem wollen wir auch gerecht werden und deswegen muss ich auch regelmäßig mal mit meinen Mitarbeitern in der Werkstatt zur Hand gehen. Das heißt also, diese administrativen Aufgaben, die kann ich jetzt auch übernehmen. Und das heißt auch jetzt, dass wir zum Beispiel einfache Arbeiten auch mal abgeben, wie zum Beispiel das Lackieren von Türen. Das heißt, wir haben also hier Türen, die haben wir an einem LF16 abgebaut, die waren da sehr rostig. Und die wurden komplett beim Karosseriebauer, haben wir die jetzt komplett neu machen lassen, dass die Kunden, die jetzt zukünftig dieses Löschfahrzeug bekommen, auch wirklich keinen Stress mit Rost an den Türen haben, auch nicht in den nächsten Jahren. Und wie es bei uns so üblich ist, ist es jetzt so, dass der Karosseriebauer diese Türen komplett neu überarbeitet hat, neue Bleche eingesetzt hat und das Ganze grundhaft saniert hat. Und dass jetzt wir dieselbe Farbe, wie das Fahrzeug hat, ist zwar RAL 3000 Feuerrot, aber in den Jahren verändert sich natürlich der Ton auch so ein bisschen und dass das alles wieder zusammenpasst, fahre ich jetzt bei uns, das ist ein paar hundert Meter entfernt, in unsere Fahrzeuglackierung, die wir im Ort mit haben.
ist ein Autohaus und die können den Lack genau sozusagen identifizieren und den entsprechend auch anmischen. Und die werden uns jetzt die Türen lackieren. Und so haben sie auch schon viele andere Sachen für uns gemacht und das übernehme ich jetzt mal. Und dann nehme ich euch mit. So, mal gucken, ob ich einen finde von den Kameraden. Ist nämlich gleich Mittag. Und dann mal gucken, wo wir es abladen dürfen. Markus ist ein großer Freund davon, benachbarte Betriebe mit in die Entstehungsprozesse eines Einsatzfahrzeuges einzubinden. So, hier ist die Lackierung. Hier ist die Lackierkabine, hier wird immer vorbereitet. So, jetzt gucken wir mal hierher. Moin. Grüß dich. Wir wollen mal zwei Türen bringen. Nachdem er sich bei der Lackiererei angemeldet hat, fährt er rückwärts in die Halle, um die Teile gemeinsam mit den Kameraden abzuladen. Das ist Plaste. Farbe? Rot, alles rot. Das hier auch, ja. Das hier nicht. Das legen wir dann wieder drauf. So. Ein kurzes Briefing zum Farbwunsch und schon kann Markus wieder los. Dass wir denselben Lack wieder haben von der... Also das müssen wir drauf machen, so wie sie ist. So wie die Farbe ist. Das ist zwar ein RAL 3000, aber... Ja, ja. Und genauso auch das hier. Das ist komplett ausgeblichen, das kriegt man nicht wieder poliert. Und auch wieder den Aufkleber. Das hier in Rot mit. Das hier in dem Rot, also da unten wieder. Selber an der anderen Tür. Und wegen... Wunderbares Wunder. Wir machen es komplett nochmal. Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, genau, genau. Also muss man immer wieder lobend erwähnen, die Jungs geben sich hier echt Mühe, sind sofort mit dabei und fragen auch, wie es werden soll. Und man muss auch sagen, dass die Qualität dann hier sehr gut passt. Also das ist tatsächlich so. Wenn wir einmal dabei sind, ist es wirklich so, dass wir aufgrund dessen, dass bei uns die Hölle los ist, wir glücklicherweise jetzt unsere Werkstatt auch erweitern konnten von dem Platz her und so weiter, wirklich nochmal auf der Suche sind und wir suchen neben allen, die sich auch schon beworben haben im Bereich Organisation, Administration, suchen wir jetzt auch nochmal Leute in der Werkstatt. Das heißt also im Besonderen Kfz-Mechatroniker, Kfz-Elektrik, das wäre uns ganz, ganz wichtig und genauso auch im Bereich Metallbau. Wenn es also jemanden gibt da draußen, der Interesse hat, bei uns mitzuarbeiten, dann gerne schnellstmöglich bei uns melden und am besten vorbeikommen. Nun muss Markus aber wieder zurück ins Büro und wir switchen zu Steve in die Werkstatt und schauen, was er heute alles zu tun hat. Ich habe ja hier die Lampen montiert für die Geräteraumbeleuchtung, die neuen LED-Lampen. Hab die Fahrerseite habe ich fertig gemacht, habe ich alles verkabelt, angeschlossen. Funktioniert auch, die vom Heckrollo, die habe ich auch fertig gemacht. Jetzt muss ich hier noch auf der Beifahrerseite die Kabel schön verlegen. Dann muss ich gerne hier reinkrabbeln. Wenn ich zum Glück ist, kann ich hier alles rausnehmen. Und jetzt muss ich hier die langen Kabel hier rein, hier oben wieder raus. Und hier oben sind schon solche Röhrchen geklebt, wo andere Kabel für Beleuchtung oder Funk schon verlegt sind. Lege ich jetzt das Kabel mit hier oben rein. Ich weiß nicht, ob man das sieht, dass die Kabel schön ordentlich verlegt sind und nicht irgendwo rumhängen, dass man dran hängen bleiben könnte oder einfach eine optische Sache. Das sieht einfach schöner aus, wenn das alles ordentlich schön sauber verlegt ist. Ja, da ist ordentlich Hand und Fuß. Hier die vordere Seite ist eigentlich schnell gemacht. Durch diese Röhrchen, die da schon vorinstalliert sind, die hat ja schon mal jemand reingemacht. Also hier die Verkabelung. Das Gute ist, oder bei dem ist ja jetzt, der hat ja hier schon Lampen original gehabt. Die hier geht zwar nicht mehr, weiß nicht, ob da die Glühbirne kaputt ist, aber die nebendran geht ja. Die baue ich einfach ab und habe gleich hier das Kabel, hier die Stromversorgung.
und das nutze ich gleich für die neue LED-Beleuchtung. Weil das ja schon alles vorinstalliert ist von damals, das nutze ich alles, ist alles noch gut, das nutze ich wieder. Da Steve noch jung ist, macht ihm das Gekraxel in den Geräteräumen nichts aus. Auf der Blende hinten rechts fällt uns aber noch ein Schaden auf. Was ist hier passiert? Oben sind sie irgendwo mal hängen geblieben und haben hier das Blech eingedrückt. Und da hat der Jürgen gestern zwei neue Bleche gemacht, die habe ich vorhin vorbereitet und grundiert. Der Norm lackiert die jetzt rot. Und dann kommen da ja neue Bleche dran, dass die Delle da oben weg ist. Deswegen haben wir die Umfeldbeleuchtung nochmal. Deswegen hängen hier schon die Kabel. Die müssen dann nur wieder angeschlossen werden und angeschraubt werden. Dann ist es dann auch schon fertig, wenn die Bleche lackiert sind. Währenddessen fährt ein roter VW-Bus auf den Hof, der zu einem MTW um- und ausgebaut werden soll. Hallo, mein Name ist Sebastian Ulbricht. Ich komme aus Oberweid, eine kleine Gemeinde in der Rhön. Ich bin der Ortsbrandmeister von der zuständigen Feuerwehr. Und ja, wir bringen heute ein Fahrzeug hierher, das wir umrüsten lassen wollen zum Feuerwehrfahrzeug, zum MTW. Und haben 21 schon hier einen LF86 gekauft, damals. Und ja, jetzt ist das nächste Fahrzeug dran, was von der Firma Lenz umgebaut werden soll. Auch der Bürgermeister von Oberweid ist für diese Übergabe mit angereist. Ich bin ehrenamtlicher Bürgermeister in der Rhön-Gemeinde Oberweid im Landkreis Schmalkalden-Meining. Die Feuerwehr spielt bei uns im Ort eine wichtige Rolle. Ganz klar, nicht nur für die eigentliche Aufgabe, sondern auch für das Dorfgemeinschaftsleben. Und erfreulicherweise haben sich viele junge Leute in den letzten Jahren dafür auch begeistern können, Mitglied in der Feuerwehr zu werden, entsprechend Ausbildung zu machen. Wir haben hier bei der Firma Lenz vor 3 Jahren einen General neu aufgebauten, sanierten LF86 uns angeschafft. Den hat er auch selber nach Oberweid überführt, hat ihn uns vorgeführt, uns eingewiesen. Wir waren damit sehr zufrieden mit dem Fahrzeug. Es kommt wirklich auch relativ oft zum Einsatz. Es ist kein Vergleich mit dem Vorgängerfahrzeug, was wir hatten. Es war noch ein Robur Ello in Feuerwehrausführung. Und weil die Anzahl der Kameraden jetzt nach und nach erfreulicherweise zugenommen hat, wir sind derzeit 1 oder 22, die aktiv in der Einsatzabteilung sind, haben wir eben uns überlegt, was braucht es noch, um auch die Kameraden an Einsatzort oder Übungsort zu bringen. Und so ein Mannschaftstransportwagen, wie man hier sieht, ist es eigentlich das Ideal. Wir haben uns jetzt das Grundfahrzeug angeschafft. Die Farbe ist ja schon rot, das passt alles. Und eben die Firma Lenz macht den uns jetzt feuerwehrtechnisch, rüstet die das um. Und ich denke mal, das wird alles so laufen wie beim letzten Mal auch, sodass da kein Anlass zur Klage gibt. Und dann sind wir froh und glücklich und der Herr Lenz sicherlich auch. Ja, jetzt sitze ich hier wieder in meinem Büro und ihr habt es ja schon mitbekommen, ich pendel hier ständig zwischen der Werkstatt, zwischen dem Büro vom Daniel und vom Jonas und hier auf dem Hof rum und bin öfters mal in der Stadt unterwegs und eigentlich müsste sich meine Hauptzeit hier an diesem Tisch abspielen, weil wir so unheimlich viele Anfragen haben. Und ich bin hier dabei, Fahrzeuge einzukaufen, Angebote für die Kunden zu schreiben, die jetzt schon zu Gesprächen da waren. Jetzt in einer halben Stunde kommen die nächsten Kunden auf dem Hof und da plane ich schon wieder so 3-4 Stunden ein, dass ich mit den Kameraden dann ein würdiges Gespräch führen kann, unsere Firma zeigen kann, die Fahrzeuge, die wir verkaufen, um sie einfach mit auf die Reise zu nehmen. Ja, und hier seht ihr, Papier ohne Ende und der Rest befindet sich ja irgendwo in diesem Computer drin, auf der Festplatte. Das heißt also, die vielen Anfragen, die wir bekommen, versuche ich hier mit dem Daniel und Jonas irgendwie ein bisschen zu kanalisieren, zu ordnen und dann entsprechend auch die Angebote zu schreiben. An der Stelle möchte ich mich nochmal bei den Kameraden entschuldigen, die schon etwas länger auf ein Angebot warten. Wir sind hier wirklich am Limit. Wir geben alles, dass wir das auch schnellstmöglich nacharbeiten und aufarbeiten und bedanke mich dann auch schon mal für eure Geduld. Wir sind dabei, Leute einzustellen. Wir sind dabei, das Ganze auch entsprechend zu erweitern, aber ihr wisst, es ist alles nicht so einfach. Die Leute müssen auch zu uns passen.
die Bewerber müssen auch erstmal die Möglichkeit bekommen, die sie jetzt so nach und nach bekommen, auch bei uns mal ein paar Tage mitzuarbeiten und das auch mitzuerleben. Und das braucht seine Zeit, weil wir wollen an unserer Qualität nichts verändern. Die soll gleichbleibend oder eigentlich stetig besser werden noch. Und die Latte wollen wir auch noch ein Stück weiter hochlegen, wenn es nur irgendwie geht. Das geht nur mit guten Leuten und deswegen sind wir da sehr genau am Gucken und suchen auch. Und wenn jemand da draußen Interesse hat, nach wie vor gerne Bewerbung schreiben, sowohl fürs Organisatorische als auch für alles, was in der Werkstatt bei uns so wichtig ist. Das, was er nicht könnt, ist nicht schlimm. Wir geben alles, dass Mitarbeiter, die bei uns anfangen, auch alles noch mit erlernen können. Wir haben hier ein super Team, die arbeiten da auch mit dran, dass das dann funktioniert. Aber alle, die Bock haben, können sich gerne melden bei uns, per E-Mail am besten. Und dann würden wir uns da drauf melden. Ja, jetzt bin ich gespannt, jetzt kommen gleich die Nächsten. Derzeit gucke ich mal, dass ich noch ein Angebot fertig bekomme. Dann muss ich schnell noch ein Auto waschen draußen, das morgen übergeben wird. Das mache ich ja immer gerne selber, um auch nochmal zu gucken, dass es alles so passt, wie ich mir das vorstelle. Dass eventuell noch, wenn ich ja was finden sollte, noch die Mitarbeiter das abstellen können. Und dann, denke ich mal, wird heute so gegen 20 Uhr im besten Fall mein Tag vorbei sein. Kurz drauf reisen auch schon einige Kameraden aus Stockheim an, um sich die Werkstätten von Lenz anzuschauen für einen Um- und Ausbau eines MZF. Ich bin der Felix Schwabe, komme von der Feuerwehr Stockheim aus dem Landkreis Kronach. Auf die Firma Lenz sind wir aufmerksam geworden, eigentlich übers Internet. Wir sind gerade dabei, unser Mehrzweckfahrzeug neu zu beschaffen und haben ein wenig Platzproblematik. Und aus dem Grund sind wir eben auf der Suche nach einem Gebrauchtfahrzeug und einem Umbauer. Und ja, über YouTube und die Internetkanäle sind wir jetzt auf die Firma Lenz gestoßen und sind heute hier, um uns das Ganze mal anzugucken, um die ersten Kontakte zu knüpfen und die ersten Infos auszutauschen. Selbstverständlich nimmt sich Markus auch immer die Zeit für die Kameraden und zeigt ihnen alles, was aktuell in der Werkstatt geboten ist. Das Hauptgeschäft ist ja bei uns immer noch mit Löschfahrzeugen. Und genau, und das sind halt Löschfahrzeuge, die jetzt für Kunden in ganz Deutschland da bei uns aufgebaut werden. Und hier heißt es ja auch für uns, dass wir entsprechend das Vertrauen der Kameraden dann auch erstmal bekommen müssen, weil in den letzten Jahren ja auch sehr viel nicht unbedingt positive Sachen gelaufen sind. Und da muss man natürlich sich auch erstmal wieder hinarbeiten, muss den Leuten zeigen, hey, bei uns ist es vielleicht ein bisschen anders. Hier, wir geben 2 Jahre Gewährleistung, wir gehen sehr nah ran und versuchen so viel wie möglich nur auszuschließen, wie es nur geht. Ja, und sind quasi die Alternative für die, die einfach nicht neu kaufen können. Und für die muss es ja trotzdem weitergehen und da darf die Gemeinde keinen Gesichtsverlust haben, wenn sie dort ein Fahrzeug hinstellt. Die Kommandanten dürfen keinen Gesichtsverlust haben und die Einsatzbereitschaft muss vernünftig gewährleistet sein und die Arbeit muss Spaß machen. So, und das ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, jetzt im 10. Jahr. Und jetzt nehme ich euch mal ganz kurz mit durch die Werkstatt, da seht ihr den ein oder anderen Mitarbeiter. Dadurch, dass wir kleine und mittlere Feuerwehren hauptsächlich bedienen, sind die Hauptfahrzeuge 86 Straße Allrad, dann 1625, ganz oft TLF 1625 und LF 1612. Das LF 1612 sehe ich heute als LF 10 von der heutigen Norm. Auch die Details und die taktisch richtige Anordnung der Ausrüstung ist hier wichtig. Wie jetzt hier zum Beispiel, kommen auch die Schlauchfächer raus. Seht ihr, da hinten stehen die Schlauchfächer, die da oben drin sind. Da kommen neue Gurte rein, dass also auch neue Gurte sind. Dann werden die Dinger hier gewechselt und hier seht ihr, hier stehen Schlauchtragekörbe, 4 Stück, ein Waldbrandkorb, 3C, 3C-Rohre, ein B-Rohr, Stützkrümmer ist auch irgendwo. Dann haben wir hier 2 Hohlstrahlrohre, eine Mittelschaumpistole. Hier ist der Stützkrümmer, Systemtrenner. Alles schön aufgebaut und das ist für eine kleine Feuerwehr. Die haben jetzt ein TSF, Baujahr 78, so ein Kasten-Mercedes-Fahrzeug. Das ist für die der Super-GAU. Zur gleichen Zeit konstruiert Daniel an einem Waldbrand-Wechselmodul. Also ich bin hier an der Konstruktion gerade von einem Wechselmodul, was wir für Waldbrandeinsätze verwenden wollen. Und zwar haben wir damit gestartet, weil wir mehrere Anfragen bekommen haben. Die Kunden wollen das auf einem Unimog verbauen. Deswegen habe ich jetzt hier schon ein relativ großes Leistungsverzeichnis. Und so die Pumpe, was wir verbauen wollen und auf was es ein Fahrzeug soll. Auf diesem Dummy, den ich mir jetzt hier so nachkonstruiert habe und allem, was dazugehört, habe ich hier auch schon das entsprechende Angebot und Modell. Das baue ich mir jetzt auch noch nach.
dass es halbwegs stimmig aussieht und der Markus dem Kunden das dann mal grob vorstellen kann, wie das Konzept ist davon. Ein spannender Arbeitsalltag geht in Schleusingen zu Ende. Wie schon so oft erwähnt, betreibt Lenz nicht nur die Manufaktur für Einsatzfahrzeuge, sondern auch ein Auktionshaus für gebrauchte Technik, Ausrüstung oder eben Fahrzeuge aller Art. Egal ob Feuerwehr, Polizei, Bauhof oder Militär. Danke fürs Dabeisein und Einschalten dieser Folge und bis zum nächsten Mal.